Ein Lied für Leverkusen. O liebstes Lev, pardon, verzeih, das wird wohl nichts. Das mit der Wahl zu Deutschlands schönstem Ort. Und er nimmt uns dann und schminkst dir ab. Du wirst auch nicht Kulturhauptstadt. Die dünn, die heißt so, weil so ist. Doch komm ich heim, dann leuchtet mir mein Bayerkreuz. Das war schon so, als ich noch bartlos war. Ich kam zurück von öder Verwandtschaft. Guck mal, da ist der, das Wahrzeichen, der Kölner. Der Dom, auch schön, ne? Ja. Wann fühlt man sich zu Hause? Wo ist Heimat? Und wir fühlen uns ja beide hier zu Hause. Warum ist das für dich Heimat und was ist für dich zu Hause? Ja, ist komisch. Ich habe da lange drüber nachgedacht und eigentlich erst gemerkt, wie sehr ich das vermisse, als ich nach 20 Jahren wieder zurückgekommen bin. Denn viele Leute sagen ja irgendwie, sie fühlen sich überall an mehreren Orten zu Hause. Es gibt Leute, die fühlen sich in der Musik zu Hause. Wir bestimmt auch irgendwie ein Stück weit oder in Sprachen. Aber für mich gehört da untrennbar irgendwie der Mensch und der Raum dazu. Der Raum, wo er geboren wurde, wo er sozialisiert worden ist, wo sein Charakter geprägt wurde, seine Mentalität. Und das ist bei mir Leverkusen und das Wahrzeichen ist das Bayerkreuz. Ist das nicht erstaunlich? Wir sind, glaube ich, so die einzige Stadt in Deutschland, wo die Menschen so Glühbirnen, die so im Kreis aufgehangen sind und ein Firmenlogo, was es ja auch ist, ja, als ihr Wahrzeichen, als ihr Gefühl von zu Hause empfinden. Wie ist das bei dir? Naja, bei mir ist es genauso. Ich meine, die Glühbirnen, die sind ja dafür da, dass es leuchtet. Und wenn man so abends von irgendeinem Verwandtenbesuch nach Hause kam und sah dann dieses leuchtende Bayerkreuz, da wusste man eben, jetzt komme ich nach Hause, in mein Zuhause, hat vielleicht auch ein bisschen was mit so einem Schutz zu tun, beschützter Raum, in dem man wieder kommt, wo man sich wohlfühlt, wo man entspannen kann. Und das Zeichen dafür sind die Glühbirnen und das Bayerkreuz. Absolut. Mir geht das sowieso. Also wenn ich überall irgendwo bin, letztens war ich in New York zufälligerweise und habe in einem Drugstore das Bayerkreuz auf so einer Medikamentenpackung gesehen. Da muss ich immer schmunzeln. Ja, man weiß dann, wo man herkommt. Ne? Und gerade wenn man so hört, wir stehen ja hier mitten im Grün. Wenn man so immer hört, was die Leute so sagen, die Leverkusen nicht kennen, dass es da voller Industrie ist und so. Was sagst du denen dann? Na, denen erzähle ich was ganz anderes. Also erstmal, ist doch irre, oder? Ja. Man hört die Vögelchen singen. Nein, ich sag dann immer, wenn die Leute mich fragen, was, du wohnst in Leverkusen? Sag ich, ja, ich habe mir da so einen alten, stillgelegten Kamin gekauft, den habe ich mir umgebaut und da wohne ich jetzt. Ist ein bisschen schwierig mit dem Hund, aber da wohne ich jetzt. Und die meisten glauben mir das dann auch. Ja. Also das heißt, wenn wir die Leute mal, deswegen heißt es ja auch Lust auf Leverkusen machen, mal hier hinholen und denen zeigen, was für grüne Lungen es in der Stadt gibt. Jede Menge. Ich glaube, dann werden viele ihr Bild dann ändern, ne? Ja, schätze ich mal. Ja, und dann dieses Kreuz, das da unten, das werden wir auch nochmal besuchen und ganz genau nachgucken. Ne? Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Um nochmal zurückzukommen auf dieses Bayerkreuz, ne? Mhm. Wie viel Glühbirnen hat das eigentlich? Boah, jede Menge. Wie viel genau? Ich weiß auch nicht so genau. Wie viel Glühbirnen hat das Ding? Wisst ihr das nicht? 6.000. Das muss man doch wissen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Also 6.000 Glühbirnen, das ist eine Menge, ne? Jede Menge. Was hätte ich getippt? Etwas weniger wahrscheinlich. Ich hätte so 1.000 getippt. Aber gut, das ist schön, ne? Das ist schön viel und da muss sich auch jemand drum kümmern. Das ist, glaube ich, nochmal ein richtiger Aufwand, der da betrieben werden muss. Aber es ist ja für einen guten Zweck, finde ich. Es ist für einen sehr guten Zweck. Und das gucken wir uns in einem der nächsten Filme auch mal an. Da gehen wir da richtig ran, ne? Ja. Vielleicht können wir da auch hoch, wenn wir mal fragen. Naja, Höhenangst ist da schon ein bisschen, aber wenn alles gesichert ist, komme ich mit. Okay, gut, dann gucken wir uns das an. Also was ich ja hier, wenn ich diese Obstbäume sehe, ne, und überhaupt so Obst... Wanderweg höre. Auf dem sind wir ja jetzt drauf. Mhm.
Ach, da kriege ich richtig Appetit. Was hast du da für Erinnerungen? Also ich weiß noch, wie ich mit einem kleinen Eimerchen hier durch diese Drähte gelaufen bin und die Äpfel allerdings nur, die auf dem Boden lagen, weil die anderen durfte man ja... Ja, bestimmt. Naja, die haben wir gesammelt und Mutter hat dann da schön Apfelkompöttchen draus gemacht. Das weiß ich noch, das war hier. Aber ehrlich gesagt, jetzt hätte ich ein bisschen Durst. Ich habe auch Durst und an diesem Obstwanderweg gibt es ja auch so ein total schönes Ausflugslokal, ne? Oder? Sollen wir da gleich mal hingehen? Ja, logisch. Ich glaube, das heißt zum Glashäuschen. Das heißt genau so. Na, dann gehen wir da mal hin. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Marino Beitchen und ich habe Lust auf Leverkusen, weil ich seit 2010, dem Oktober, das Restaurant Klaas Häuschen mit meinem Vater und meinem Bruder zusammen betreibe. Ich lebe und wohne sehr gerne hier. Herzlich willkommen. Wir leben in Leverkusen, denn du bist unsere Stadt. Wir leben in Leverkusen, wir haben dich niemals satt. Auch wenn es manchmal schwer ist, du bist nie allein. Yeah.